Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Weiter geht's hier direkt, Leute. Ich bin jetzt hier beim Flohmarkt gerade und... Naja, noch ist er leider zu. Also wie gesagt, da könnt ihr hier, ne, diese Dinger hier mieten, diese Verkaufsstände. Und dann machen wir immer jeden Sonntag irgendwie, glaube ich, Flohmarkt dann hier, ne? Und dann könnt ihr hier absolut, ja, eure Sachen hier ausbreiten und dann hier so handeln und verkaufen. Sieht schon lustig aus, ne? Also da sind noch ein paar Verkaufskabinen bestimmt frei. Guck mal, hier sind sie doch, ne? Und dann haben wir halt einmal in der Woche immer einen schönen Treff hier, würde ich sagen. Wo wir dann wirklich tauschen und handeln können. Macht ja auch Spaß, ne? Schraubenzieher tauschen. Oder halt jetzt, wenn man was nicht zum Tauschen hat, dann kann man halt... Naja, wie sagt man in Deutsch? Geld benutzen. Ich sehe gerade, ich bin voll rot da unten. Gott sei Dank haben wir hier was zu trinken. Was ist denn das wieder los, Mann? Minus 22. Ja, dann geht das immer im Keller, ne? Ach, guck mal. Meine Standardwerte hier, ne? Standardproblemwerte. Unglaublich. Ja, ansonsten waren wir da stehen geblieben, wo wir stehen geblieben waren. Um 18 Uhr wird es versteigert werden. Will ich haben. Da ist auch noch ein Brunnen, sehr gut. So, jetzt muss ich mal eben kurz mein Loot hier ein bisschen zurecht rücken. Den ich hier letztes Mal irgendwie gefunden hatte, meine ich nicht. Zwischendurch war mein Auto wieder geklaut mit allen Sachen drum und dran. Ja, aber Leute, ihr wisst doch, dass Klauen ist immer nicht erlaubt, wenn man schon ein Auto hat und sowas. Ne? Dann müsst ihr die Autos in Ruhe lassen und stehen lassen. Deshalb ist, habe ich. Das ist ja eine Regelung im Grunde genommen. Die ist ja schon beabsichtigt so, ne? Damit diese ständige Autos klauen aufhört und jeder halt irgendwie mal ein Auto hat dann, ne? Und die Leute, die dann ein Auto haben, die haben dann ein bisschen Ruhe. Ne? Also es dürfen tatsächlich nur diese ganz neuen Spieler, die auf den Server kommen und überhaupt kein Auto haben, ne? Wenn die irgendwo jetzt ein Auto sehen würden im Wald, ne? Und zufälligerweise Knackzeug dabei hätten oder wie auch immer. Oder halt auch ohne Knacken. Die könnten dann halt natürlich das Auto dann mitnehmen. Das wäre nicht strafbar oder sowas, ne? Aber was hier stattgefunden hat, das ist halt teilweise, naja, werden mir meine Autos immer geklaut von Leuten, die haben einen großen Squad und so. Und das geht eben nicht. Das ist grundsätzlich eigentlich nicht erlaubt halt, ne? Weil die Regel sagt ja aus, jeder darf im Grunde genommen ein Auto haben, außer du bist im Squad. Ne? Squad eben nicht, weil da müssen sich die Leute Autos teilen. Okay. So. So, das machen wir gleich mal hier rein. So, zap, zap. Weil bei mir ist es gerade so extrem. Ne, weil ich habe nur das Auto, das ist quasi mein Zuhause. Ja. Und wenn ich da jedes Mal dann geschröpft werde, komplett halt, das ist dann auch ein bisschen nervtötend für mich, ne? Und die, wie gesagt, diesen Autoklauschutz, den habe ich ja für alle Spieler hier online gebracht, ne? Im Regelwerk. Vielleicht müssen wir die Regel nochmal ein bisschen verständlicher schreiben, dass das jeder so versteht, ne? Aber ich möchte das schon so, dass das Autoklauen eben in der Form halt nicht stattfinden soll hier, ne? Weil ich will ja, dass jeder hier im Endeffekt mobil ist, weil die Welt ist einfach zu groß, Leute, um hier die ganze Zeit rumzulaufen und sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, da müssen wir mal ein bisschen die Autos so, ne? Einfach mal stehen lassen und so. So. Die Sau könnt ihr rauslassen im PvP ganz normal. Oder wenn ihr Basen raidet jetzt zum Beispiel, das ist ja kein Problem. Da gibt es ja nur die Lootbegrenzung. Aber hier ist wirklich so beim Auto halt, wie gesagt, nicht wahr? Da müsst ihr dann eben die Regel nochmal verinnerlichen. Ne? Weil in letzter Zeit ist das echt ein bisschen übertrieben gewesen mit mir, mit meinen Autos, die mir geklaut wurden. Und irgendwann nervt es dann auch. So. Jetzt habe ich hier schon wieder... Warte mal, nee, das ist das hier. Okay, das ist ein aktives Magazin. Ich hatte mich eben schon gewundert. Ist ja sowieso... Das hier ist ja das hier noch. Warte mal kurz. Da was drinne? Da ist was drinne. Absch, guck mal, das hat auch reingepasst, sehr gut. Als Wally brauche ich auch nichts mehr, glaube ich. Vielleicht noch ein Magazin, oder? Nee, eigentlich im Grunde genommen nicht. 4-4. Das hier ist auch zu viel, theoretisch, ne? Wenn da eins drin ist. Brauche ich das gar nicht mehr, so, ne? 4 passen nämlich hier immer in eine Reihe rein. Und das 5. ist dann hier drin, in der Waffe. So finde ich das ganz gut. Ja.
Da schießt da einer da links, hört ihr? Die Rotflinte. Der Ulkig. Ja, das hier ist ein PvE-Platz, ne? Also hier könnte mir theoretisch nichts passieren. Theoretisch. Und war auch ganz lustig hier. Also BL hat im Moment die Führung hier übernommen. Das erste Mal, wo der Markt eröffnet worden ist, ne? Da waren die BLer hier. Die hatten das richtig toll gemacht, Leute. Und das würde ich mir gerne wünschen von mehreren Squads oder Leuten halt, dass die sich hier so eine Kabine dann irgendwie holen. Und dann haut da mal auf den Tisch. Auch hier die PvEler können eine eigene Zelle da irgendwie haben, ne? PvE-Verkauf, warum denn nicht? Das hatte mir ein bisschen das letzte Mal gefehlt. Aber ich bin noch ein bisschen später dazugekommen. Vielleicht waren die ja noch da oder sowas, ne? Und dann können wir gleichzeitig vielleicht noch hier so, ja, ein bisschen grillen oder sowas. Dass man eben ein bisschen länger hier aushalten kann, sage ich mal. Bei diesen Rummelplätzchen hier. Denn das ist ja nicht nur ja, das einfache Handeln oder sowas, sondern auch, dass wir Spieler alle mal zusammenkommen und sowas sozusagen so, ne? Dass man sich mal so sieht, friedlicherweise halt. Und sobald es hier rausgeht, da kann man sich ja wieder über den Haufen ballern, ne? Aber nur mal so einfach zum Beschnuppern, angucken und vielleicht kennenlernen, Allianzen bilden, Squads gründen oder einen kleinen Squad auflösen und der geht dann in den nächstgrößeren rein oder sowas. Das kann man ja alles machen, ne? So, lass uns mal gucken. Hier muss ich wieder so ein bisschen reparieren. Hier sehe ich gerade, ne? Bandagen, du kommst dahin. Komm mal her, hier, du. So, hier müssen wir noch mal ein bisschen... Wieso bin ich denn immer so geschändet? Ich finde es ja gut, dass ich hier die Ohrenpfeife gefunden habe. Jö. Ach, guck mal hier, das Ding kommt auch weg. Brauche ich doch nicht. Obwohl, ich habe jetzt die Zeit. Ich muss mal gucken, wann das Video jetzt rauskommt im Verhältnis. Das ist ja immer so ein bisschen verschoben, weil die Livestreams dazwischen sind, Leute. Das müsst ihr auch verstehen. Wir haben ja jetzt Livestream, wir haben jetzt die Drohnenvideos und wir haben jetzt meine Spielervideos. Und deswegen ist das ja dann immer alles so ein bisschen hin und her und sowas, ne? Also damit ihr da Bescheid wisst, alles totales Chaos. Deswegen kann ich gar nicht jetzt genau sagen, wann jetzt irgendwie was wie, ne? Dieses heute jetzt hier, wann das jetzt genau ist, wenn es denn online kommt im Endeffekt. Weil bis das soweit ist, bis das Video rauskommt, ich glaube in 2 Tagen dann halt, dann kann sich ja vieles immer manchmal schon geändert haben. Das ist deswegen immer schwierig, ne? Deswegen rede ich lieber im Livestream dann über irgendwelche Sachen. Das ist halt aktueller dann, sage ich mal, ne? Naja, zum jetzigen Zeitpunkt war es jedenfalls so, dass das Auto rechtswidrig geklaut worden ist. Und deswegen habe ich es jetzt auch wiederbekommen. Ich habe es einmal schon mal verloren. Da war das in Ordnung, ne? Habe ich aber auch geschmunzelt. Aber gut, und diesmal war es wirklich eindeutig, dass da... Im Grunde genommen halt, dass einfach zu viel geklaut worden ist, obwohl da Autos waren und das ist, wie gesagt, es fällt ja auch auf, wenn Leute da im Livestream immer wieder mich hier abschießen oder immer wieder klauen, das fällt ja dann irgendwann auch auf, ne? So, und ich will ja auch mal wieder ein bisschen Action hier erleben, deswegen brauche ich ein bisschen Ausrüstung, Leute, also, ne? Krieg führen ganz gerne, aber einfach Sachen liegen lassen fertig aus, machen wir so, ne? Das ist doch ein Deal, oder? Sonst muss ich da vielleicht nochmal eine Regel einführen oder sowas, ne? Ich hätte da sonst ganz gerne eine offizielle Regel. Also zum Beispiel, das LPS-Auto darf komplett nicht geklaut werden, es darf komplett nicht gelootet werden. Ja, jetzt sind wieder einige dabei, die sagen, vielleicht das ist ja lame. Und Scam oder sowas macht das ja aus und so. Ja, normal ist es ja auch eben nicht, ist es ja auch anders, weißt du, wie ich meine? Also das ist jetzt nur, weil ich hier Videos mache und Livestream bin, das ist das Problem halt, ne? Und das stört mich manchmal schon. Ich merke das schon. Manchmal vergeht mir dann auch die Lust. Und da habe ich keine Lust zu, dass mir dann die Lust verloren geht. Weil ich halt zu doll geschröpft werde, ne? Aber immer wieder 14 Tage lang suchen quasi. Und dann alles in einer Minute verlieren. Weil jemand hier die scheiß goldenen Dinger knacken kann, ne? Und das in 5 Minuten oder so. Noch nicht mal 2 Minuten oder sowas. Dann ist das goldene Ding da irgendwie geknackt. Das ist voll ätzend, Alter. Und dann hast du dann in der Zeit alles verloren und dann... Ja, macht es halt keinen Spaß mehr, ne? Wer hat da schon Bock zu? Deswegen haben wir das ja auch alles so weit geregelt eigentlich, ne? Bloß bei mir fehlt noch irgendwie so eine Regelung. Deswegen sage ich auch immer wieder im Livestream oder offiziell im Video halt, ja, einfach mal ein bisschen Auge zudrücken, wenn ihr mich da so seht in der Form halt, ne? Mit dem Looten halt, mit dem Zerstören halt, das wäre ganz lieb, ne? Dass wir dann das irgendwie so machen, vielleicht eine offizielle Regelung halt.
LP darf nicht gelootet werden und darf nicht hier ausgeklaut werden, hier, also Autos geklaut werden oder sowas. Das ist, was ich, das ist ja alles, was ich habe. Das, was ich hier immer am Mann habe und mein Auto. Mehr habe ich ja nicht. Es bringt nichts, wenn ich mir was aufbaue und die sehen das alle dann im Video oder sowas. Das ist ja in kürzester Zeit jedes Mal wieder zerfetzt dann, weißt du, wie ich meine? Das ist ja Blödsinn. Ne? Und das ist eben diese rechtliche Grauzone und da müssen wir ja ein bisschen gucken, wie wir das hinkriegen. Also bis jetzt habe ich ja immer gehofft, die Leute halten sich das so ein bisschen dran, aber man merkt tatsächlich, es wird schon ausgenutzt, natürlich. Es wird ausgenutzt, Leute. Und damit ich nicht ganz so traurig bin und ich will auch mal schießen und PvP ein bisschen Action haben und nicht immer jedes Mal nur suchen müssen oder alles verlieren und sowas, ne? Ich mach mal eben kurz das Wetter. Ja, das war schon wieder kurz vor Regen, kein Bock zu. Da war ich schon wieder den Tränen nahe. So, jetzt sind wir aber im Video, Leute. Das bedeutet, wenn man mich jetzt irgendwie so zerfetzt oder sowas, dann ist das so voll und ganz in Ordnung. Und, warte mal, der Spieler war doch da hinten. Und im Livestream ist halt immer so eine andere Sache. Da muss man dann halt sehen. Und das Ding ist bloß, ich stream ja auch gerne und spiele auch gerne hier so im Live halt, ne? Aber, ja. Das bringt halt immer manchmal Konfliktpotenzial halt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer nicht so einfach. Da überlege ich das, wie machen das denn die anderen? Die anderen Multiplayer-Streamer. Multiplayer-Games-Streamer oder wie die heißt. Das Schießen habe ich von da irgendwo gehört, glaube ich. Mal gucken. Oh, hier müsste jetzt zur Tankstelle kommen. Ich muss ja auch tanken. Okay, fahren wir tanken, Freunde. Wir haben nur noch 50%. Ja, das ist eigentlich im Moment die große Sache, so, die mich hier mit Scum so beschäftigt. Ne? Und ich freue mich natürlich auf den neuen großen Patch. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, wenn wir so ein allgemeines, wirkliches Loot-Verbot für mich machen, irgendwie in eine Regel packen. Ist das... Oh Gott. Schneller, Mann. Oh. Geh weg von meinem Auto, du Arsch. Nein, 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 nein. Das ist Dinger, ne? Müsste gleich explodieren. Jawohl. Ja, weil der sollte jetzt nicht bei meinem Auto irgendwo explodieren, Alter. Mein Gott. Scheiß Pipan, ey. Im Moment weiß ich sonst keine andere Lösung, Alter, für diese Probleme, die ich jetzt immer so habe, ne? Ich habe ja Bock hier auf PvP mal wieder so anständig zu machen und so was. Und ich lasse immer meine Gegner liegen, Alter, wisst ihr, wie ich meine? Und mach da nichts und nimm nichts und so. Aber ich selber werde immer sehr oft zerfetzt und zerfleddert und alles ausgeraubt und so. Es ist ja nicht regelunkonform gewesen jetzt quasi, ne? Aber als Einzelspieler ist das schon übel. Und ich habe immer gehofft, dass die Leute so mich dann da so ein bisschen, ja, mit Ruhe lassen in der Hinsicht, mit dem Leerlooten und sowas, ne? Aber es passiert trotzdem immer wieder, dass mir viel genommen wird, sage ich mal. Ja.
Und das wirft mich als Einzelspieler immer ein bisschen weit zurück. Also wenn ihr Scum spielt oder sowas, ne, ihr macht ja wahrscheinlich keine Streams und keine Videos, dann würde ich mich an eurer Stelle auf jeden Fall immer eine Gruppe anschließen. Denn im Gruppenspiel macht Scum viel, viel mehr Spaß, ne? Dann ist es auch wirklich nicht so schlimm, wenn da mal ein Auto von einem geklaut wird, in Anführungsstrichen, wenn das halt regelkonform ist. Oder du da ein paar Sachen immer, denn, wenn dir ein paar Sachen dann genommen werden, wenn du dann im großen Squad oder sowas bist, ist ja Wurst. Ihr habt ja alles als Reserve da, was? Ihr habt ja so viele Leute, die zusammenhalten, die mal eben kurz Munition austauschen können und sowas alles, ne? Das habe ich jetzt ja hier nicht. Deswegen. Was sagt ihr denn dazu? Wollen wir das so machen irgendwie, dass ich irgendwie nicht mehr gelootet werden darf, so allgemein? Wäre das in Ordnung für euch? Oder würdet ihr jetzt sagen, du bist voll der Lappen oder sowas? Aber eigentlich sagen das nur die Leute, die die Situation von mir jetzt nicht so verstehen halt, ne? Weil das ist schon ätzend, ey. Ich habe halt immer den Nachteil, dass jeder sehen kann, wo ich bin, dass jeder sehen kann, was ich habe. Im Livestream ist es ja noch schlimmer als hier im Video. Wenn ich jetzt hier parke und auslocke, dann ist das egal, weil die Folge kommt ja nicht heute Abend irgendwie raus oder sowas, sondern die kommt morgen oder übermorgen erst raus, ne? Und bis dahin bin ich dann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, schon wieder weiter, weil ich fahre ja dann im Livestream dann den Wagen gleich wieder weiter woanders hin, weißt du, wie ich meine? Upsa. Also wir müssen mal gucken, was ihr von dem Lootverbot für mich haltet, ey. Das könnt ihr mir mal sagen. Und dann versucht das auch nachzuvollziehen, dass ich, wie gesagt, immer hier sichtbar bin, ne? Was ich auch gerne bin. Aber eben halt auch, nicht wahr, nicht? Dass man denn eben bei mir ein bisschen Einsicht zeigt. Es ist ja halt so, ne? Aber wenn ich dann leer gelootet bin und dann geht kein anderer für mich looten oder irgendwie was, wisst ihr, wie ich meine? Dann ist weg. Dann habe ich nächste abends im Livestream habe ich dann nichts, kann nichts mehr machen oder nächsten Tag im Video oder sowas. Ja, dann muss ich halt, habe ich auch wieder nichts, ne? Wenn das Auto weg ist, ist es ganz schlimm eigentlich immer. Dann komme ich ja gar nicht mehr vorwärts. Dann dauert das ja noch viel, viel länger. Nicht 14 Tage, sondern einen Monat, bis ich meine Sachen wieder habe. Ohne Auto jetzt theoretisch, ne? In der Lauferei halt. Das ist schon scheiße. Aber wir räumen mal den Kram hier weg. Das braucht man da eh nicht. Das ist ja irgendwie nur gemacht zum Leveln hier, ne? Wir wollen ja ein paar Items weniger auf der Welt haben, damit das weniger leckt. Weil wir vermuten ja, dass diese Sachen hier. Ja, das ist einfach unnötige Ressourcenverschwendung von Speicher oder was auch immer jetzt, keine Ahnung. Und vielleicht leckt das ja einfach deswegen hier manchmal bei einigen Leuten. Also bei mir selber, Gott sei Dank, ist das nicht so. Zweimal hat es mich jetzt auch mal erwischt gehabt, dass ich so, weiß ich nicht, zurückgezogen worden bin. Da war ich hier hinten irgendwie und dann war ich auf einmal wieder da, so, ne? Diese Rubberbanding oder wie das heißt, keine Ahnung. Aber das ist auch schön, mal zu wissen, wie das so ist. Na, dann weiß ich, was, wovon die Leute reden halt, ne, wenn sie mir das sagen. Und das ist ja schon ein bisschen komisch, ne? Schon ganz verrückt gewesen, sowas. Deswegen machen wir das ein bisschen alles schlanker hier. Es nützt ja nichts, liebe Leute. Und wenn der 05er-Patch kommt, dann machen wir auch wieder einen Vibe. Machen wir die ganze Welt komplett wieder platt. Bauen wir ein neues PvE-Dorf und so. Noch besser. Alle Sicherheitslücken, die wir, ne, jetzt in dieser Runde hier in der 04er-Runde gefunden haben, die merzen wir dann in der 05er-Runde aus und bauen gleich von Anfang an sichere Häuser und so weiter und so gut es geht halt, ne? Wir sammeln ja alle die Erfahrung hier und so wird es ja auch immer besser und besser dann, denke ich mal, ne? Nur man muss eben durchhalten. So, wir haben über 10 Spieler online. Mal gucken. Zeit. Und das hier machen die Leute immer, um zu leveln halt, ne? Ja, und die bauen das halt und laufen dann weiter. Und das haben ganz, ganz, ganz viele gemacht. Also bei Crazy Car da unten, da war ganz viel und bei dem PvE-Dorf, da war auch sehr viel. Ich hoffe mal, das haben die meisten, glaube ich, schon weggemacht. PvE-Dorf hat auf jeden Fall aufgeräumt, das war sehr gut. Crazy Car weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht geguckt. Aber es können wahrscheinlich auch überall woanders noch ganz viele diese Bauplätze sein.
Und wenn ihr den levelt, ne, dann einfach, nachdem ihr es gebaut habt, einfach gleich wieder direkt zerstören dann. Vielleicht gibt es ja dafür auch noch Skillpunkte zum kaputt machen, weiß ich jetzt gar nicht. Und weil dieses Ding, das frisst sonst alles sowas. Weil alles muss geladen werden, überall muss Speicher für sein. Und jeder Stuhl, der hat so einen Timer laufen, wisst ihr, wie ich meine? Guck mal, 6 von 20, das ist auf jedem Ding hier. Läuft eine Uhr immer, ne? Ja, und mehr, je mehr diese Timer laufen, die Uhren, desto mehr wird das alles belastet, das Serversystem, die Leitung oder was auch immer, ne? Weil jedes Ding muss immer berechnet werden, einzeln, wann es halt zerstört wird, ne? Von alleine halt. Deswegen habe ich die Zeit, wie lange so ein Stuhl hält, zum Beispiel auch wieder runtergeschraubt. Das war ja vorher ein Monat. Ja, und jetzt habe ich es wieder auf 14 Tage auf Standard geschoben. 14 Tage ist Standard wie normal. So, dass die ganzen Dinger alle schneller von alleine auch weggammeln, ne? Damit wir uns diese Aufräumarbeiten größtmöglich sparen können. Also ich habe da jetzt nichts verkürzt oder sowas, nur ist es auf Standard runtergestellt. 14 Tage hält eine Kiste oder ein Stuhl oder wie auch immer, ne? Wenn ihr den nicht benutzt, ne? Wenn ihr die Sachen benutzt, dann hält das ja immer wieder unendlich, so gesehen. Aber diese Items, die laufen ab, das hat ja auch seinen Grund halt eben, damit das nicht leckt und so ein ganz Kram, ne? So, guck mal, jetzt haben wir hier auch schön aufgeräumt, Freunde. Ist das nicht schick? Da haben wir wieder eine Menge geschafft, nicht wahr, nicht? So, Mini-Spaten, zap, den hatte ich nämlich noch nicht gehabt. Eine Axt hatte ich ja, glaube ich, ne? Ja, Axt, Spaten, das ist immer ganz wichtig, die beiden hier. Arbeitsmaterialien. Ansonsten geht es mir soweit wieder ganz gut. Ein Autochen habe ich ja wieder mit den ganzen Klöderadatsch. Ey, oh. Aber guck mal hier, ich habe so viel sortiert und schön aufgeräumt und sowas, ne? Wenn einer dann alles wegnimmt, das ist ja quasi wie wenn dein ganzes Haus weggenommen wird, ne? Du gibst dir Mühe, sortierst und holst alle Sachen zusammen und sowas, ne? Reparierst jedes Ding, was du hast und sowas, ne? Und dann ist auf einmal alles geklaut worden. Ja, das ist schon ätzend, Alter. Also ich verstehe das schon, dass Leute dann keine Lust mehr haben, wenn die ihre Häuser, wenn die Häuser komplett zerstört worden sind. Aber das verbietet unsere Regel Fair Play hier, Leute. Hier wird gar nichts komplett zerstört. Ne? Es ist halt nur jetzt ein Einzelfall bei mir jetzt. Weil ich habe ja nicht mehr. Ich habe ja nur das hier. Das hier ist quasi mein Haus. Ne? Das ist eben das Ding. Deswegen mache ich mir auch so einen schwarzen Pickup, damit jeder weiß, oh, das könnte Schmiede sein. Damit ihr so ein Erkennungszeichen habt quasi. Ne? Schwarze Pickups, muss man aufpassen. Könnte Schmiede sein, Auto sein. Ich kann da aber keine andere Kennzeichnung ranmachen. Das ist das Blöde jetzt immer, ne? Ich weiß nicht, man kann es halt nicht markieren. Man kann da keine Farbe hier, farbige Felgen ran machen oder ein Logo ran sprühen. Hätte ich ganz gerne, damit wir uns eben erkennen und jeder auch gleich weiß, das ist mein Auto. Einfach in Ruhe lassen dann so gesehen, ne? Ja, das geht zu mir jetzt im Zeitpunkt, aber leider noch nicht, Lorraine. Mensch. Aber ist halt so. Gut. Ich würde sagen, wir haben wieder eine Menge geschafft. Eigentlich quasi fast gar nichts. Wir haben getankt, wir haben ein bisschen aufgeräumt, die Welt, ne? Es läuft sie gleich viel flüssiger. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt. Und ich auch. Heute Abend im Livestream wieder. Ansonsten bis morgen und dann. Bis dann.